1955 erlebte ich eine Tagung mit Bruno Gröning, Anneliese Pollack, Mannheim, undatiert. Liebe Freunde und Mitarbeiter im Werk von Bruno Gröning. 1955 erlebte ich eine Tagung mit Bruno Gröning und sie hat mich so beeindruckt und beschäftigt, dass ich mir vornahm, nicht darüber zu berichten. Ich brauchte jahrelang, um das Erlebte zu verstehen. Heute jedoch muss ich erkennen, dass ich darüber nicht länger schweigen darf, denn viele Mitarbeiter machen heute den gleichen Fehler, den damals der Angeklagte, Herr Direktor Weiser, gemacht hat. Darum halte ich es für meine Pflicht, dies zu schreiben. Sie sollen nicht sagen können, das haben wir nicht gewusst. Niemand hat uns das gesagt. Darum werde ich es Ihnen hiermit sagen. Gott ist der gütige und barmherzige Vater, der alle seine Kinder liebt und ihnen voll Gnade und Barmherzigkeit hilft. Doch das ist nur eine Seite. Gott ist aber auch der Schöpfer und Herr. Er ist die Eins. In unserer heutigen Sprache würde das heißen, er ist der Chef. Schon jahrelang will ich den Freunden klarmachen, dass es das Höchste ist, was ein Mensch tun darf, Mitarbeiter sein in diesem göttlichen Werk. Die Nächstenliebe tun. Sprechen tun viele davon und bilden sich ein, dass sie darum schon zu den bevorzugten Auserlesenen gehören. Es erkennen ist ein wichtiger Schritt, doch muss es der Mensch in die Tat umsetzen, sonst nützt alles Erkennen nichts. Seinen Nächsten lieben und ihm dienen. Vielleicht sagt sich das und jeder ist begeistert davon. Jeder schreit, ja, dieser göttliche Heilsweg, den Bruno Gröning uns geöffnet hat, muss frei bleiben. Mit Worten sind alle groß, jedoch wenn es ans Tun geht, dann wollen die meisten Menschen nicht mehr zuständig sein. So ist doch die Wirklichkeit hier auf dieser Erde. Dabei haben es doch alle, die je am göttlichen Werk tätig waren, erlebt, wie viel Segen auf dem Tun ruht. Ich erinnere nur an die Fahrt Salzburg-München. Wir dachten, das ist eine große Strapaze und auf der Heimfahrt stellten wir fest, es war nicht schwer, sondern schön. Genauso viel, wie wir dem Menschen gegeben haben, haben wir auch an Segen erhalten. Ja, noch viel mehr. So ist es doch bei allem, liebe Freunde. Erinnern Sie sich doch, ob man Quartier gibt für Freunde oder an einer Tagung teilzunehmen. Man muss immer erst die Faulheit in sich überwinden. Doch haben wir das getan, dann hatten wir doch den Gewinn und Segen. Und nicht nur unser Nächster. In den Gemeinschaften ist es doch das Gleiche. Es werden immer wieder Hindernisse auftauchen, die uns an der Arbeit hindern wollen. Dieser und jener kann aus diesem und jenem Grund nicht kommen. Und so könnte man die Gemeinschaftsstunde doch verschieben. Das ist doch das Böse, liebe Freunde.
Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass dann bald keine Stunde mehr stattfinden kann, weil alles sanft eingeschlafen ist. An dieser Stelle ist dann der göttliche Weg verbaut und es braucht viel Arbeit, um da wieder zu öffnen, wenn es überhaupt möglich ist. Es ist doch wichtig, dass die Mitarbeiter in diesem göttlichen Werk eben göttlich denken und in der göttlichen Führung stehen und nicht in der menschlichen. Dass sie sagen, ich darf Mitarbeiter in diesem göttlichen Werk sein. Ich habe die Aufgabe übernommen, alle 3 Wochen Gemeinschaftsstunde zu halten. Und das tue ich. Und da kann mich nichts und niemand davon abhalten. Hier ist kein Gesangverein oder Kegelclub, sondern hier geht es um besondere Dinge. Ich bin überzeugt, es wäre für jeden Menschen gut, an diesen Stunden teilzunehmen, weil er hier Hilfe für sich und seinen Nächsten holen kann. Darum werde ich diese Stunden halten und da kann mich kein menschliches Verhalten oder Verstehen davon abbringen. Die Wirklichkeit sieht zurzeit noch anders aus. Ich hatte auch Zeit, wo ich mich noch überwinden musste, die Faulheit in mir. Darum weiß ich auch, von was ich spreche. Jedoch haben mich Freunde mit ihrem Zureden immer unterstützt und mir geholfen, bis ich eines Tages wusste, dass nichts so schön ist, als wie das Dabeisein im Freundeskreis und das Dienen. Kein weltliches Vergnügen kann mit dem verglichen werden, was ich hier erhalte. Diese Freude, dieser Segen und das Wohlbehagen und damit auch die körperliche Ordnung. Ging es Ihnen nicht auch schon so, wenn Sie widerwillig gingen, aber dann voll Freude und Segen heimkehrten? Daraus sollte man lernen, liebe Freunde. Vor allem die Mitarbeiter, die eine Aufgabe übernommen haben, sollten sich klar sein, dass sie damit auch eine Verpflichtung übernommen haben. Gott erwartet von ihnen, dass sie diese auch erfüllen. Sie haben sie aus freiem Willen übernommen. Es steht jedem auch frei, diese Pflicht wieder abzugeben, wenn sie die Arbeit nicht tun wollen. Jedoch kann ich nur warnen, eine Arbeit im göttlichen Werk zu übernehmen und dann nicht erfüllen, dies muss der Mensch eines Tages vor Gott verantworten. Und da gibt es keine Barmherzigkeit, kein Verstehen und Verzeihen. Da heißt es, gewogen und zu leicht befunden. Da wird gnadenlos das Urteil gesprochen und wie ich heute weiß, zu Recht. Das glaube ich nicht, liebe Freunde, das weiß ich, weil ich einmal dabei war. Mir hat das Herz geblutet und wenn ich ehrlich bin, war ich mit meinem menschlichen Denken ganz auf Seiten des Angeklagten. Und konnte Bruno Gröning gar nicht verstehen und begreifen. Wie sollte ich auch? Ich hatte gerade meine Heilung erlebt und stand ganz am Anfang, hatte weder geistiges Wissen noch Erfahrung. Ich hatte die göttliche Hilfe erhalten und wollte lernen. Alles fing damit an, dass Bruno längere Zeit nicht zu uns nach Mannheim kam. Wir luden dann die Familie Riedinger ein, um mal wieder einen Vortrag zu hören. Da sagte sich überraschend Bruno Gröning an, am gleichen Abend. So lud ich die Familie Riedinger wieder aus und bat sie zu kommen,
wenn Bruno nicht bei uns sei, weil wir dann mehr voneinander hätten. Damit hatte ich die Absichten von Bruno Gröning schon durchkreuzt, ohne es zu wissen. Anschließend an die Stunde, wir saßen noch im engen Kreis zusammen, fragte Bruno, wo die Familie Riedinger sei. Ich erklärte ihm, dass ich sie gebeten hatte, später zu uns zu kommen, weil wir so doch das Geld fürs Benzin sparen, wenn er bei uns ist. Er sah mich traurig und komisch an und sagte, ich hätte ihnen das Benzingeld gegeben. Ich kam mir vor wie der letzte Dreck und mir kam eine Ahnung, dass er nur nach Mannheim gekommen ist, um mit den Freunden Riedinger zu sprechen. Doch ich habe das nicht gewusst. Ich erkannte es erst später auf der Tagung. Diese war 8 Tage später in Blochingen. Bruno Gröning fragte mich an dem Abend, fahren Sie auch mit nach Blochingen? Ich sagte, ich weiß es noch nicht. Er schaute mich lange an und sagte, fahren Sie mit, Sie können sehr viel dort lernen. Lernen wollte ich, also fuhr ich mit Frau Pfau hin. Diese Tagung war ganz anders, als will sie heute abgehalten werden. Bruno bat uns, dass wir bei dem Ober alles bestellen sollen, was wir bis zur Mittagszeit brauchen, denn der käme dann nicht mehr rein. Bruno Gröning stand auf und schaute uns der Reihe nach an. Die Hände vor der Brust gekreuzt, schaute er still im Raum umher. Dann begrüßte er uns. Wir saßen aufnahmebereit da und nahmen viel göttliche Kraft auf. Danach nahm die Mitgliederversammlung ihren Lauf. Der Vorstand, Herr Direktor Weiser, musste Rechenschaft geben. Das tat er und dann standen andere Menschen auf. In Glaumer, ich kannte sie ja damals noch nicht mit Namen. Sie klagten Herrn Weiser an. Er hätte seine Arbeit nicht richtig gemacht. Hauptanklage war, er hätte Säcke mit Briefen von Hilfesuchenden in einem See versenkt und dadurch dem Wirken von Bruno Gröning Schaden zugefügt. Viele dieser Hilfesuchenden könnten heute Mitglied sein und die Heilung haben, wenn die Briefe beantwortet wären. Es wurde auch ausgerechnet, wie groß der Schaden ungefähr wäre. Herr Weiser verteidigte sich, dass er getan habe, was er konnte, aber er hätte keine Mitarbeiter gehabt und er hätte keinen anderen Ausweg gesehen. Ich war damals ganz ohne Vorkenntnisse da reingeraten und habe ganz aufmerksam zugehört und beobachtet. Herr Riedinger, der ein Freund war von Herrn Weiser, hat ihn verteidigt und sich vor ihn gestellt. Herr Riedinger kannte ich als korrekten, aufrichtigen Menschen und Bruno als den Menschen mit dem geistigen Wissen, das mir Hilfe gebracht hatte. Meine Gesundheit, mein Augenlicht. Immer liebevoll und voller Verständnis für die menschlichen Fehler und Schwächen. In seinen Augen hätte ich einen Mord gestehen können, so viel Liebe und Verständnis war in ihm. Diese beiden kannte ich, Bruno Gröning und Herrn Riedinger. Alle anderen waren mir fremd. Das ist wichtig für meine Einstellung, die ich jahrelang von dieser Sache hatte. Herr Weiser
hat sehr viel anzuführen gehabt an Leistungen. Er tat alles, was er tun könnte, und aus meiner damaligen Sicht konnte man von einem Menschen nicht mehr verlangen. Dies bezeugte auch Herr Riedinger. Bruno Gröning sagte zu Herrn Riedinger, er solle sich doch nicht vor Herrn Weiser stellen. Ihn, Herrn Riedinger, klage ja niemand an. Bei diesem Satz wurde mir klar, dass Bruno deshalb nach Mannheim kam, um Herrn Riedinger zu informieren, was an der Tagung geschehen sollte. Er wollte Herrn Riedinger nicht verlieren. Jedoch ich mit meiner Sparsamkeit hatte dieses Gespräch verhindert. Beinahe hätte sich Herr Riedinger damals von dem Freundeskreis getrennt. Jedoch kam es, Gott sei Dank, nicht dazu. Zu Herrn Weiser sprach Bruno: Gut gewollt und schlecht getan. Das war aber kein Freispruch, liebe Freunde. Nein, das war die Verurteilung, ein Schuldspruch. So gingen wir in die Mittagspause. Ich speiste mit Frau Pfau, meiner Gemeinschaftsleiterin, und den Freunden Riedinger. Herr Riedinger war sehr enttäuscht über die Vorkommnisse am Morgen und er blieb nur, weil seine Frau die Heilung erlebt hatte. Frau Riedinger bat mich dann zu erzählen, wie ich zu Bruno kam und wie ich die Heilung erhalten habe. Heute weiß ich, sie tat das, um ihren Mann zu gewinnen, bei der göttlichen Sache zu bleiben, auch wenn er nicht gleich alles verstehen kann. Damals wusste ich das nicht. Um 2 Uhr ging es weiter. Frau Ludewig las eine seitenlange Anklageschrift gegen Herrn Weiser vor. Mein Herz und mein Fühlen war aber ganz bei Herrn Weiser und ich schwor mir, in diesem Werk werde ich nie, niemals ein Amt übernehmen, solange ich lebe. So möchte ich nie auf der Anklagebank sitzen und mein Urteil empfangen. Gut gewollt und schlecht getan.